Nach Bridgestone und BMW hat nun auch der Kölner Autobauer Toyota seinen Rücktritt aus der Formel 1 verkündet. Vom Kampf um den WM-Titel war das Team immer zu weit entfernt und so zog Präsident Akio Toyoda schlussendlich die Reißleine. Es sei eine sehr schmerzvolle Entscheidung für den Konzern gewesen, so Toyoda. Betroffen sind von der Entscheidung nun auch geschätzte 650 Mitarbeiter in der Formel-1-Fabrik Toyotas in Köln-Marsdorf. Toyota-Formel-1-Pilot Timo Glock hatte bereits vor den schlechten Nachrichten durchblicken lassen, dass er sich nach einem anderen Team umschaut. Dies muss der zweite Pilot, Jarno Trulli, jetzt wohl auch tun. Traurige Nachricht für alle Fans des Urgolf. Das Modell wird ab sofort nirgendwo mehr produziert. Bis vor kurzem wurde der Golf 1 noch in seiner letzten Produktionsstätte in Südafrika gebaut. Dort wird jetzt, nach 35 Jahren, das letzte Kapitel für den Urgolf aufgeschlagen. In einer Auflage von 1000 Stück rollt nun noch einmal eine limitierte Abschlussedition namens City MK1 zu den Händlern. Nachkömmling des Kultautos könnte der als Weltauto projektierte kommende VW-Kleinwagen UP werden. Unter der Bezeichnung SARTRE, Safe Road Trains for Environment, hat die EU jetzt ein neues Forschungsprojekt für eigenständig fahrende Automobile gestartet. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung und Test einer neuen Technologie, mit deren Einsatz Fahrzeuge eigenständig im Kolonnenverkehr auf Autobahnen fahren können. Das Fahrzeug fährt dann im Autopilot und der Fahrer kann sich theoretisch während der Fahrt mit anderen Dingen beschäftigen, wie telefonieren, lesen oder essen. Nähert sich ein Fahrzeug einer Kolonne, kann es sich dieser eigenständig anschließen und sich später genauso daraus wieder entfernen. Die verbliebenen Fahrzeuge schließen die entstandene Lücke und setzen ihre Fahrt fort, bis sich der Konvoi irgendwann auflöst. Die ersten Testfahrzeuge sollen bereits 2011 zum Einsatz kommen.